Und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu The Witcher 2 Assassins of Kings. Bevor wir heute in die Kneipe gehen, müssen wir doch noch einmal mit der Rhiannon hier reden. Grund dafür ist, dass ich beim letzten Mal ja ihr Dankesangebot ausgeschlagen habe. Und dann habe ich mal offscreen geguckt, was das so für Auswirkungen haben könnte. Und festgestellt, dass es neben den Sachen gibt, die ich zensieren muss, auch noch eine Belohnung gibt, die es nur gibt, wenn man das die Danksagung annimmt. Und daher werde ich das jetzt tun und muss ich halt nochmal ein bisschen schnippeln. Ist halt so. Also, du meintest, du willst uns mit etwas verführen? Wait a minute. Is this what I think it is? It is if you want it to be. We elves might seem strange by your standards. You saved my life. A bit of joy as recompense is not too much to ask. Ja, meine Schultern sind ein bisschen steif. Vielleicht kannst du mir dabei helfen. I'm intrigued. It's been a tough day. I think some joy might do me good. Hey, warte. Am I ever glad to have that debt off my mind? I'm happy for you. I'm happy for us both. Oh, I have a memento for you. Take this. A key? To an old mine pit. I've no use for it. But you're quite the... All right. Thanks. Ich kenne mich aus mit alten Minenschächten. Take care of yourself. Genau, und diesen Schlüssel kriegt man von ihr nur hiernach eben. Und da dachte ich mir so, da muss ich das Angebot doch annehmen. Und Geralt kriegt ein bisschen Entspannung. Warum auch nicht? So, aber es ist immer noch Abend. Das hat anscheinend nicht so lange gedauert. Also gehen wir jetzt mal ein Bierchen heben. Man muss dem Geralt ja auch mal gönnen. Ich mag es, wie sich die Abendsonne auf unseren Schwertern spiegelt. I must talk to you, Witcher. Was willst du denn jetzt von uns? Elias. What's going on? I'm Elias, of Yorveth's commando. I have an urgent matter. Tell me. Men from Vergen have been disappearing for some time. We recently found some of their corpses, so it doesn't seem to be desertion. Yay, unser erster Nebenquest. Where did you find the bodies? In different places, mainly in the burned village near the ravine that leads to the town. Only men among the victims? Young men, humans and elves. I need to see the corpses. They're all buried. Where? Beneath a mound in the forest behind Vergen, but you shouldn't go there. Why not? Desecrating graves is a serious offense. The families of the dead will be furious. What state were the bodies in? They looked gruesome. Nothing an elf would have done, nor a human. Und was springt für mich dabei raus? I don't work for free. You'll get your reward. Do well, and I may give you something more than coin. We're losing good men. No, das schauen wir uns auf jeden Fall an. I'll see what I can do. Schweren Herzens. Ja, darum kümmern wir uns später. Ist auf jeden Fall schön, dass wir mal gleich direkt
unseren ersten Nebenquests hier in Vergen erhalten haben. Let me tell you about the woman who fell from the sky. Another one. You let one human in a thousand times. Now I've heard enough of flying women. It was very unusual. What would be unusual is if you return home sober for once. You won't trick me into buying you around. Business or rest? Rest. And maybe some trading. Ah. Welcome. How can I help you? Okay, der ist wieder unserer Lagerverantwortlicher. Vermutlich können wir bei dem wieder so verschimmeltes Zeug kaufen, ja. Let me. How can I help you? Magische Orte. Gibt er uns noch irgendeinen Hinweis? I'm looking for places steeped in magic. You remember any stories of sorcerers or magical places in the area? Not counting the fire-spitting bitch from 3 years ago. Well, a sorcerer once lived in the wood beyond Vergen. You could look there. Maybe something's left. You might also speak to Cecil. Nobody knows Vergen's history as well as our alderman. Let me tell you about the woman who fell from the sky. How can I help you? I'd like to play dice poker. Fair enough, but I only play the best. If you're any good, you'll beat Bruno Biggs and Cornelius Mayer. Then I'll test you. Und da haben wir unseren Pokergesichtsquest. Let me tell you. Take care of yourself, Witcher. Come on! No pig can jump higher than this. Clinton Risco. One freak bigger than the next. Hey ho! Hey ho! Hey ho! Morning. I can see that your arm's itching. Vielleicht. Dich mache ich platt. That Witcher, who's he? He travels the lands, killing monsters for coin. Why's he got those glistening eyes? Sorcerers mutated him when he was young. Ja, gar kein Problem. Danke für das Geld. No man can match a dwarf at arm wrestling. Save, maybe a witcher. Take your gold. That's well deserved. Kann ich das immer wieder machen? I can see that your arm. Das wäre mal die Geldquelle, ey. That's how it is these days. Mages have descended from their towers and installed themselves at court. But a mage and war? Even worse, a sorceress. They're useful. Need I mention something? Got to hand it to the hags. They can do more than chatter. They're brave and effective. The Sabrina Clevisy, the type. No man can match a dwarf. It was very unusual. Ja, also wenn ich mal Geld brauche, besiege ich den 10 Mal und 300 Orans. Also das merke ich mir auf jeden Fall. One freak bigger than the next. Vor allem lässt er sich immer wieder drauf ein, ey. Albrecht Flispa. Der will nicht mit mir reden. Wüß aus Hage. Aber die Menschen wollen hier nicht so reden. I am your conscience. He's one who can. That's a man whose business is not ruined by war. Sultan, was geht? Geralt, sit down. We haven't yet celebrated your raid into the mist. Ah, sorry. Where are my manners? Sheldon Skaggs? Veteran of the battles of Sodden and Brenna. And all inns along the way. You've already met Vergen's elder? Greetings. Gentlemen, not sure about you, but my throat's parched from all these greetings. Funny, those were the first words out of your mouth. Master Dandelion's right. Around for everyone! On me! Da sage ich nicht nein. Man muss ja unseren Einstand feiern hier. I'll gladly wash the road's dust from my throat, especially in such good company. Too bad Caleb Stratton's not here. May he rest in peace. A worthy dwarf he was. Here's to him. Sheldon, you're lagging behind. I've got a little screw coming tonight. More reason to drink makes you more vigorous. My prick withers like an old crone's tits if I drink. And tie a carrot to it. So, what brings you here, Geralt?
Hm. Anscheinend wirkt der Alkohol schon wieder ganz gut. Why are you dwarves fighting for Saskia? If I had a knack for business, I'd be sitting on my arse in my own inn, not giving a shit for this war. And what's my trade? Axe swinging. That's what. And if I could get killed, I'd rather know what I'm risking my neck for. The woman's cuckoo. Ready to spit in the Emperor's face, even. But I have to admit, she knows all about warcraft. And damn it, she's right. Free Vergen, no matter if you're a dwarf, man, or mangy elf. Do you hear him, Zigrun? Down in the elves already. But I bet he wouldn't sniff at 30 additional archers in battle. Eine lustige kleine Gemeinschaft, die wir hier haben. Ever heard of a unit called the Dun Banner? Apparently they left their standard behind during the last war. I need to find it if I'm to lift the curse. Aye. The standard lies in a crypt with those of the unit who perished here. Where's this crypt? Not the easiest place to find. Turn right past the market and look for a passage carved right through the rocks. That'll lead you to a valley filled with tombs and crypts. To the Fallen! Have you ever heard of a plant called the Dwarven Immortal? Have we? The pigs have tight arses. To tell the truth, I've no idea, Skaggs. It's just a saying. You're the only one using it. Witcher, the Immortal. It appears most often near anthracite and aluminosilicate deposits. Philippa needs it to heal Saskia. A rare curio. But there's a mine nearby, and who knows? You might find it deep underground. Is the mine far? Not at all. It's in Vergen itself, in the town's upper quarter. You're eager for this expedition, but nobody told the Witcher that the mine's closed. Closed? That's true. But it's long overdue a cleaning. Weed out all the underground shit. What are you talking about? Not a month ago, miners started disappearing. Must have tapped the wrong vein and woken some scum from the deep. We wanted to send a crew of stout fellows in, but Saskia said she needs all the soldiers she can find up top and ready to defend the town. We closed the shaft, fearing the filth would emerge and overrun us all. Looks like we arrived just in time, eh, Geralt? So it seems. Let's go. Right on. With this crew, we needn't fear any monster. How about you, Sheldon? You coming with us, or...? Stay around to get your fuck. Another chance like this won't come around in a hurry. Fucking can wait. I'm with you. Let's meet at the mine's entrance. Rittersporn, ich bin auch verwirrt. Ich wollte jetzt nicht direkt eine Bergexpedition anbrechen. Aber die Zwerge waren sehr eifrig. Stop stroking him and rough him up. Gut, das will ich jetzt auch wirklich nicht machen. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Infos bekommen. Und die Zwerge können wir auch beim nächsten Mal noch im Minenschacht besuchen. Jetzt würde ich gerne erstmal noch den Triss Quests noch ein bisschen fortsetzen, wo wir mit Philippa sprechen sollen. Da haben wir ja beim letzten Mal die Trollfrau gerettet und so ein Stück Kleidung von Triss bekommen, ihr Haarband, womit eine fähige Zauberin vielleicht ihren Standpunkt orten kann. Und da sprechen wir nochmal mit Philippa heute. Da müssen die Zwerge noch ein bisschen ausharren. Only Philippa Isleheart may enter. Leute, es gibt da ein Problem. Ich müsste da trotzdem mal lang. Oder gibt es hier noch andere Wege? So ganz sehe ich hier auch immer noch nicht durch. Ja, nee, hier geht's rein. Perfekt. Here to see the witch? You shouldn't have bothered. Only her servants inside. Do you know where Philippa went? Probably treating the Dragon Slayer. But our new allies won't let anyone in. Have a nice day, Witcher. Gehen wir da trotzdem mal rein.
Philippa Eilhards Quartier. Medallion's vibrating. Cynthia. Who are you? I'm Cynthia, a mage in training. Philippa is my mentor. My condolences. No need for that. True, she's a demanding mistress, but she can also be charming. Besides, she's the best there is, Witcher. She has no equals. Excepting, perhaps, the old elven sorceresses. You should see her cast spells. Light and graceful she is. Not like that old tart, de Tanzerville. Interessantes Outfit, was du hier so anders als Schülerin. Just out of curiosity, how much does a magic course cost these days? I'm certain you can't afford it, Witcher. Besides, you're too old. No matter. I have a few of my own tricks as it is. You mean Witcher's signs? Philippa can conjure up the illusion of a garden full of flowers, fruit trees, and young elves of both sexes copulating merrily all the day. And the illusion is complete. The flowers have an aroma. The fruit and she-elves are juicy. Invite me over the next time she conjures up this garden. I'd gladly see it. Professional curiosity. Naturally. But I doubt Philippa's in the mood for complicated illusions. She focuses all her efforts on Saskia. Die Übersetzung gerade war sehr interessant. Das war eine klare Anspielung an eine der Kurzgeschichten, wo auch so ein Magier so eine Illusion erzeugt und so meint, so hier, die Frau ist zwar nicht echt, aber wenn du willst, kannst du mit ihr. Ich frag mich, ob die im polnischen Original das genauso erzählen und da die Anspielung ist, weil im Englischen war es gerade nicht drin, in den Untertiteln, im Deutschen aber schon. Ganz interessant. Wer weiß, worauf die deutschen Untertitel basieren. Vielleicht basieren die eher auf dem polnischen Original anstatt auf der englischen Synchro. I'm looking for Philippa. She's looking after Saskia. They will not let anyone in there. I'm afraid you'll have to wait. You know Sheila? I've seen her cast spells. I've seen all the great sorceresses at work. Sheila's quite manly in her style. Precise, logical, exceptionally composed. But she lacks grace and suppleness. Is that your opinion? Or are you just repeating what Philippa says? We agree in our assessment. Triss Marigold, on the other hand, is talented. But she lacks determination, courage, and a certain cold willfulness that seems necessary. That's interesting. Kira Metz and Margarita Lo Antille are both blasé, seemingly resigned. One's a hedonist and nymphomaniac. The other cares only about her school. They lost enthusiasm for magic long ago. Then there's Francesca Finderbear. Nobody really knows what the old she-elf is capable of. But she's clearly very powerful. I take it Philippa has none of these flaws, but she must have some weakness. Ambition. Infinite, boundless, and burning like the Korath Desert. Ja, da haben wir mal eine kleine Vorstellung bekommen zu den Zauberinnen, die ja so aktuell so die mächtigsten so sind und die noch nicht ganz unrelevant werden. Und Cynthia, du hast ja nichts dagegen, wenn wir uns hier mal ein bisschen umsehen, oder? Ich bin nur ein bisschen neugierig. Die Kriege um Oberäddern. Wir haben lange kein Buch mehr gelesen. Das Gebiet, das sich in Eddon zwischen den Flüssen Lixela und Düfne erstreckt, wird je nach politischem Standpunkt entweder Niedermark oder Obereddon genannt. Die Zugehörigkeit der Regionen waren seit eh und je umstritten, da Catwin immer wieder Ansprüche auf sie erhebte. Während des letzten Krieges mit Nilfgaard geriet Eddon in große Schwierigkeiten. Als die Schwarzen in den Süden einfielen, erkannte Catwin, dass der südliche Verbündete der Invasion nicht würde standhalten können, marschierte überraschend mit seinen Streitkräften in der Niedermark ein und besetzte das Land. Ein paar Tage später begrüßte der Markgraf Mansfeld aus Ard Carraig und Marschall Menno Cohorn, Oberbefehlshaber der Nilfgaardischen Armee, aus Dol Angra einander auf einer Brücke über der Düfne. Während Eldon sich in den letzten Zuckungen wand, besiegelten diese Herren die Aufteilung ihres, ich scheue mich nicht, es auszusprechen, Raubguts per Handschlag.
Catwin musste die Niedermark nach dem Krieg zurückgeben, aber trotzdem gehörte diese Geste zu den höchsten Gipfeln der Widerlichkeit, die die Geschichte kennt. Ja, der König Henselt ergreift gerne mal die Gelegenheit, auch so ehemalige Verbündete zu berauben, wenn es die Chance gibt. Ein paar Zutaten, ein bisschen Geld. Da sagen wir nicht nein. Die Schatulle ist auch im Leuchten. Ah, da. Die Geschichte des Rates der Zauberer. Ich glaube, das lesen wir heute nicht, oder? Ah, ist kurz. Der Rat der Zauberer bestand aus versierten Magiern, die mehrheitlich auch als königliche Berater im Norden tätig waren. Unter anderem waren dies Philippa Eilhardt, Carluin aus Lan Exeter, Yennefer von Vengerberg, Perstad von Sidaris und Redcliffe von Oxenfurt. Der Rat war mehrheitlich neutral. Dennoch zerbrach er nach dem Aufstand in Tanet. Und auch wenn die meisten Mitglieder der Rebellion überlebten, war der Verlust an Bedeutung und Unterstützung seitens der Herrscher vernichtend für diese Institution. Die Zauberer büßten sehr viel Einfluss im Norden ein. Ja, das ist alles, was in den Büchern vor den Spielen passiert ist. Die Zauberer waren generell immer sehr einflussreich, sowohl die Zauberer als auch die Zauberinnen, und waren oft als Berater der Könige tätig und haben dabei auch immer so ein bisschen ihre eigenen Interessen gerne so unterschwellig gefördert. Und dann gab es viele politische Streitigkeiten und dann ist dieses und jenes passiert und dann haben die Zauberer mehr oder weniger ihre Stellung verloren und wurden seither so ein bisschen als Verräter angesehen. Zumindest einige davon. Und davon haben sie sich nie ganz erholt, bis zu diesem Zeitpunkt hier in der Geschichte. So, das bedeutet, wir kommen nicht zu Triss, wenn ich das richtig verstehe. Ja, erstmal anscheinend nicht. Wir könnten uns ja dem Nebenquest widmen als nächstes und danach kümmern wir uns um die Sache mit den Zwergen, damit die nicht ewig an dem Minenschacht stehen. Demnach gehe zum abgebrannten Dorf oder untersuche die Körper in den Zwergenkatakomben. Kümmern wir uns mal um diesen Quest, wo die Leute umgebracht worden sind. Und schauen mal, was dahinter stecken könnte. Geralt war ja schon immer so ein Freizeitdetektiv. Let one stray in. Bin ich hier noch richtig? Ja, sieht gut aus. Genau, gehen wir erstmal zum abgebrannten Dorf, wo die Leichen gefunden worden sind. Während der Mond wieder ein bisschen atomarer herkommt. Aber stimmt, wir hatten ja beim letzten Mal die Zwerge da gefunden, ne? Strange. I smell sulfur. Jetzt ehrlich, Geralt, das war's. Es riecht nach Schwefel. Bei seiner Spurensuche im verbrannten Dorf kam Geralt nicht umhin, einen durchdringenden Schwefelgeruch zu bemerken. Ein Aroma so charakteristisch und intensiv, dass es alle anderen überdeckt, wie allgemein bekannt sein dürfte. Nun sind Gerüche in Brandruinen zwar nichts Ungewöhnliches, doch diese spezielle Note Schloss der Hexer konnte nur eins bedeuten. Es musste ein Succubus in der Nähe sein. Weitere Hinweise fanden sich nicht, so machte sich Geralt
innerlich eine Notiz und begab sich zu den Zwergenkatakomben, um sein anderes Ziel zu verfolgen. Hm. Ja gut, dann sammeln wir wenigstens noch ein paar Pflanzen auf. Damit es sich halbwegs gelohnt hat, jetzt schon herzukommen. Boah, hier wächst echt einiges, ne, an der Stelle. Eine gute Farmstelle für alchemistische Zutaten. Gut, dann schauen wir uns mal die Leiche in den Katakomben an, obwohl das sich auch nicht so ungefährlich anhört. Wenn es so ist, wie ich es in Erinnerung habe. Und ich mich gerade nicht irre. Ich glaube, dafür müssen wir die Stadt an einer Stelle verlassen und dann ganz woanders lang gehen. Was sagt denn die Karte? Aktueller Quest, wo bist du denn? Da oben. Nee, das ist eine Schenke. Wo führt mich denn der aktuelle Quest hin? Da oben, ja. Ja, ja. Naja, da erkunden wir mal ein bisschen die Gegend nördlich von Vergen. Warum auch nicht? Schön bei Nacht, schön stimmungsvoll, während da hinten irgendwas vom Himmel fällt. Ich muss mich hier in Vergen eh noch auskennen lernen. Ich weiß immer noch nicht ganz, wo die ganzen Tunnel hier hinführen. Don't try anything. Ich versuche nur den Weg zu finden. Oh, weiser Questmarker. Führe mich. Ich glaube, hier geht's nur in ein Haus rein, oder? Ein bisschen seltene Materialien, da sage ich nicht nein. Aber nicht das, was ich suche. Okay, wie komme ich aus der Stadt raus? Okay, jetzt kriege ich schon eine bessere Karte serviert. Anscheinend muss ich ganz woanders langlaufen, denn ist hier so ein Schacht, der mich rausführt. Also jetzt einmal nach rechts und dann irgendwie so geradeaus durch. Nee, jetzt bin ich schon wieder ganz falsch abgebogen. Oh, hier stehen ja die Zwerge rum. Sollte ein Chef mal noch schön deine Klinge. Ich komme später vorbei. Ihr motiviert euch schon noch, bis ich dann zu euch stoße. So, ist es hier, wo ich lang muss? Erstmal zurechtfinden, ja. Ja, irgendwie schon. Ah, ja, 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 jetzt sehe ich's. Okay, er hat ja auch vorhin irgendwas gesagt von am Markt. Am Markt vorbeigehen, dann hatte ich das schon richtig verstanden. Der Markt ist ja hier. Don't try anything. Ja, ja. Der Rondurinplatz. Hey! So, dann hier hoch und dann hier lang. Altes Tor. Ich glaube, hier ist auch Jorvis irgendwo zugegen. Oha, hier sind viele Waffen drin. Kann ich mir irgendwann mal schnappen und verkaufen. Alter. The leader, though clad like a soldier, had a feminine face to stir awe. And the breast, ah, a maiden I saw, the Virgin of Eden. Behold her, the insurgent leader, Saskia.
Na, alles klar bei euch? I've killed Rivians before. Fuck off. Bla bla bla. Oh, ihr seid freundliche Gesellen. Ich glaube, Jorvef hat sich in dem Haus hier niedergelassen. Aber den können wir auch später noch besuchen. Ja, und schon haben wir Würgen verlassen. Ich traue dem Frieden nicht so ganz. Ah, you finally given in. Started killing humans. Hey, Witcher. Started that a while ago, actually. It just wasn't something society was willing to acknowledge. Fulta's death. Society acknowledged that. You know there's a price on your head. Yeah, I know. Too low for the risks involved, though. It's a bundle to us, Witcher. We have to pay for everything. Weapons, food, information. Jorvith send you? Jorvith will never learn of this. Ihr wisst nicht, auf was ihr euch einlasst. Okay, der blockt anscheinend gerne. Na komm. Aber irgendwie will er auch nicht parieren. Ja, das läuft gerade aber auch nicht gut hier. Naja, erstmal die Bogenschützen. Ah, natürlich hat er noch einmal getroffen, ey. Naja, machen wir es nochmal ordentlich. Die Gefahr hätte ich aber auch schon riechen können. Aber irgendwie habe ich es nicht. Ich habe gedacht, Monster kämen, aber nicht, dass hier direkt jemand mir wieder auflauert. Naja. Schwalbe und Würger sollten reichen. Um unsere Chance ein bisschen zu erhöhen. Geralt, könntest du dich nicht zwischen alle Leute stellen? Danke dir. So, damit wären die Bogenschützen schon mal Geschichte. Stunlocks, die man kriegt, wenn man in Animationen ist, das ist schon hart. Alle guten Dinge sind drei.
kann ihm aber auch nicht ausweichen. Da werde ich jetzt bestraft dafür, dass ich nicht in gewisse Talente investiert habe. Nee, sie muss ich parieren und ihn muss ich anderweitig beschäftigen. So. Wer ist der Typ? Halidor Haldersson. Na, komm noch. Haftbefehl. Ist ja ganz nett hier mit euch an dem See, wo sich das Mondlicht schimmernd reflektiert. Aber irgendwann reicht's auch. Zwei gute Tränke dafür geschluckt, ey. Wo ist denn jetzt der Haftbefehl? War das derselbe wieder? Dass mir der nicht angezeigt wird gerade? Ja, ist dasselbe wieder. Hiermit wird bekannt gegeben, dass der Hexer Geralt von Riva Poltis umgebracht hat. Bla bla bla. Die guten Tränke, ey. Für dieses Gesinde. Aber gut, an diesem See, wo das Mondlicht bläulich glitzert, wenn wir beim nächsten Mal weitermachen und mal gucken, dass wir die Leichen von den Umgebrachten finden, um den Mordfall aufzuklären. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Chris.